Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für die vor einer Woche vorgestellte kleine Jagdterrierhündin hat sich leider kein Besitzer gemeldet. Sie wurde in Waltershausen gefunden und hat keinen Chip. Doch vielleicht hat das etwa zweijährige Hündchen Glück, denn eine Interessentin gibt es bereits. Die beiden lernen sich gerade bei schönen Spaziergängen kennen. Die heutige Folge präsentiert einen Kater und eine Katze, die ihr Zuhause verloren haben und das gar nicht verstehen. Den Anfang macht ein schwarzer Kater, dessen Herrchen verstorben ist. Nun sitzt der liebe Tom traurig in seiner neuen Umgebung. Zu fremden Menschen ist er am Anfang sehr vorsichtig, was sich aber schnell gibt, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Tom wurde im April 2018 geboren und ist kastriert. Er lebte bis jetzt mit seinem Herrchen in einer Wohnung und kennt nichts anderes. Deshalb soll Tom auch weiterhin eine Wohnungskatze bleiben, da er das Leben im Freigang nie kennengelernt hat. Es wurde ihm nie beigebracht, dass das Leben in der Freiheit auch Gefahren birgt. Für Tom werden allein lebende Menschen oder ein Ehepaar gesucht, wo er sein gewohntes Leben in Geborgenheit und als Prinz weiterleben darf. Hauptsache, er bekommt wieder Menschen für sich, bei denen seine Katzenwelt in Ordnung kommt. Auch die schwarze Katze Mausi hat das Schicksal hart getroffen, sodass sie ins Tierheim musste. Bei ihr ist der Leidensdruck noch größer als bei Kater Tom, weil Mausi bisher fast nur draußen lebte. Nun sitzt sie nur auf dem Balkon ihres Katzenzimmers und schaut sehnsüchtig in die Freiheit. Wenn Katzen aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden, ist es für sie schlimm, besonders wenn sie das freie Leben gewöhnt sind und dann in Gefangenschaft leben müssen. Mausi wurde im Mai 2015 geboren und ist ebenfalls kastriert. Für sie wird dringend ein neues Zuhause mit Grundstück gesucht. Es sollte in ländlicher Umgebung mit Hof und Garten sein, wo sie auf Mäusejagd gehen und die Natur genießen kann. Auch Mausi ist in der Achinoa schüchtern und verunsichert, was sich aber wieder gibt, wenn sie ihre neuen Menschen kennt und sich heimisch fühlt. Mausi hofft auf schnelle Befreiung, denn ihr Katzenleben ist im Moment besonders hart.